zu meinem allerletzten Favoritenvideo für 2014. Das ist so krass irgendwie, aber genau deswegen gibt es so einen Jahresfavoriten-Special. Und zwar habe ich ganz, ganz viele Produkte, die ich wirklich über das ganze Jahr geliebt habe. Beziehungsweise teilweise habe ich sie auch erst Ende des Jahres entdeckt, aber trotzdem haben sie es irgendwie verdient, weil sie einfach so gut sind. Ich habe das Ganze so ein bisschen anders gemacht als meine anderen Favoritenvideos. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt und dann sage ich mal viel Spaß. I'm so fancy, won't you? Bei dem Make-up dachte ich, zeige ich euch einfach mal so, wie ich mich normalerweise immer fertig mache. Das sind echt so die Produkte, die ich eigentlich immer im Alltag verwende und die gehören auf jeden Fall zu meinen Jahresfavoriten. In der Kategorie Pflege mochte ich auf jeden Fall diese Indus Body Milk von Balea sehr gerne. Die pflegt wirklich gut und riecht einfach noch mega gut nach Vanille. Und auch das Produkt solltet ihr schon von mir kennen. Das ist nämlich das Balea Tiefenreinigungsshampoo. Und das soll einfach von Rückständen entfernen. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Produkt. Vor allem habe ich auch das Gefühl, meine Haare fetten wesentlich weniger. Dass ich Haaröl liebe, wisst ihr vielleicht schon. Und deswegen mochte ich dieses Got2be Ölala wirklich sehr, sehr gerne. Einfach weil es mega praktisch ist zum Sprühen. Und was ich auch zum Sprühen sehr gerne mag, wow, diese Überleitung, ist diese Glisskur Sprühkur, weil die macht die Haare einfach so leicht durchkämmbar und ich finde die einfach mega gut und die ist einfach so ein Allzeitfavorit, glaube ich. Und auch auf das Batiste Dry Shampoo möchte ich nicht mehr verzichten. Egal welche Geruchssorte, das ist einfach mega gut, weil die Haare einfach super frisch danach aussehen. Ein sehr, sehr großer Fashion-Favorit waren auf jeden Fall Statement-Ketten. Ich habe jetzt momentan nur diese hier, aber ich habe sehr, sehr viele und ich liebe sie eigentlich alle, weil die einfach so viele Outfits sofort aufpeppen. Ja, meine Liebe zu Karo-Hemden oder Flannels, ich glaube, da muss ich nichts zu sagen. Ich liebe sie in allen Formen, Variationen und ich glaube, ich habe mittlerweile 7 Stück oder so im Schrank. Ein sehr, sehr treuer Begleiter 2014 war auch diese Tasche hier. Die habe ich letztes Jahr bei Forever 21 gekauft und die ist einfach mega praktisch und ich liebe sie. Dass mein Handy ein Favorit war, muss ich fast gar nicht erwähnen. Wahrscheinlich geht es den meisten so. Aber auch sehr, sehr viele Apps waren mein Favorit. Und zwar unter anderem natürlich Twitter und Instagram. Da könnt ihr mir übrigens gerne folgen. Und ansonsten war ich auch wirklich sehr, sehr viel auf Tumblr unterwegs, genauso wie auf Pinterest. Und natürlich auch mein liebster Online-Shop ist dieses Jahr auf jeden Fall Forever 21 gewesen. Ich habe es wirklich irgendwie geschafft, so meinen Lieblingsnagellack 2014 festzulegen. Und zwar ist es dieser Schlammgrüne von Essence aus der Oktober LA, für den ich wirklich sehr oft schon Komplimente bekommen habe. All in all. Und auch von diesen Essence Nail Art Express Dry Drops bin ich mega begeistert, weil die wirklich den Nagellack schneller zum Trocknen bringt. In der Kategorie Musik habe ich euch einfach mal eine Spotify-Playlist mit meinen Lieblingssongs von 2014 erstellt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, den Link findet ihr unten. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so eure Lieblingssongs waren. Danke auf jeden Fall für über 37.000 Abonnenten und über 1,7 Millionen Aufrufe. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2015 mit euch. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat und schreibt mir gerne in die Kommentare, was so eure ultimativen Jahresfavoriten für 2014 waren. Vielleicht so 5 Produkte oder so, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten
hoffe ich, dass ihr Lust habt, dass 2015 auch wieder Favoritenvideos kommen. Falls ihr meine anderen Favoritenvideos nicht kennt, dann findet ihr unten in der Infobox eine Playlist verlinkt. Da seht ihr dann alle Favoritenvideos. Ich glaube, ich habe echt jeden Monat eins gemacht. Voll gut. Voll cool finde ich das auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall dieses Jahr nochmal wieder. Also bleibt dran, ein Video kommt auf jeden Fall noch. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.